So, willkommen zurück zum Let's Play Deponia. Und wieder musste ich ein Detail in einem Rätsel nachschauen. Und Leute, wer soll darauf kommen? Solche Rätsel sind das Klischee-Problem von Point-and-Click-Adventures. Vielleicht auch das Klischee-Problem von meinem Intellekt. Aber das macht halt auch den Charme aus, also sowohl von Point-and-Click-Adventures als auch von mir. Denn, was müssen wir natürlich machen als nächstes? Wir benutzen den Ballon mit Lachgas mit dem Papagei. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose, der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Okay, danke. Ja, jetzt haben wir nämlich einen betäubten Papagei. Können wir den wieder fit machen? Hey, du, aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. So, und was wir dann machen müssen, und da hätten wir drauf kommen können, ist den Papagei hier mit der Stange benutzen, wo Tonis Wellensittich drauf saß, okay? Ja, das macht wenigstens Sinn. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Einen neuen Vogel für Toni. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, freilich. Ist der riesig, ne? Kaputt, ist genauso groß wie Rufus. Hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Na und? Idiot! Jeder macht mal Fehler. Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. So, jetzt die Frage, was hat uns das gebracht? Können wir den wieder mitnehmen? Das bringt ja nichts, wenn wir den hier abgeholt haben. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo Rufus, danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Offensichtlich. So, Toni, kann... Was? Nee. Ich muss weg. Das sage ich schon, aber... Ja, können wir den wieder mitnehmen? Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen! Okay, Papagei. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Was machen wir denn jetzt damit? Können wir die Katze mit ihm benutzen? Ich quäle keine. Nein. Müssen wir wieder hier hinhängen. Und er sorgt dafür, dass Hanek durchdreht, weil der Papagei die ganze Zeit jetzt Scheiße erzählt. Nee, können wir nicht. Vielleicht können wir einen Notruf absetzen, dass ein neuer Papagei benötigt wird. I don't know. Wir versuchen es einfach. Ich finde es so fröhlich, wie dieser Ballon hier die ganze Zeit hin und her wippt. Hallo! Okay, hä? Da wollte ich gar nicht hin. Okay, aber wenn wir die Katze nicht damit benutzen können, können wir vielleicht den Papagei damit benutzen? Vielleicht hackt der darauf rum? Aber warum haben wir ihn zu Toni gebracht? Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Aha, es funktioniert. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch?
Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Ja, mein Gott, es war Montag. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Sehr gut. Freuen. Was wissen Sie noch? Rufus, da hören wir doch ein bisschen zu. Kommt da noch was? Nee, schade. So, jetzt müsste aber der Telefonist hier endlich mal down sein. Nicht da bitte. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Ach so, ja gut, dann hat er hier die Kopfhörer hingelegt, perfekt. Zack, ich geh da mal. Alles gut. So, jetzt kommen wir oben hin. Und jetzt können wir Cletus kontaktieren. Sehr geil. Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus. Junk fly hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding. Cletus, komm schon. Deine Liebe ist größte. Cletus. Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Weiß er, wie man funkt? Das ist die Frage. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Ich habe das Gefühl, das wird Rufus sehr häufig gesagt. Versuchen Sie es gar nicht erst. Und es hat uns noch nie aufgehalten. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlebt. Nur rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Darauf antwortet er nicht. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Auch nichts. Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich schon. War nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Hallo? Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Die Schwester. Ach, so, spielen wir Rufus oder spielen wir uns? Komm, wir machen das für Goal. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen.
Also, was wollen Sie? Schade. Ich will nach Elysium. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Ja, Geld. Da bist du halt immer noch der reichste Mann auf dem Müllhaufen, ne? Nee, Elysium. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Haha. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das... Das doch was nach Falle. Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Cletus Falle, it's a trap. Moment noch, ich... Cletus? Oh no. Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Wo ist denn diese Aufstiegsplattform? Lotti, hilf mir doch mal. Hallo, Lotti. Okay. Naja, erstmal brauchen wir eh Goal. Können wir einfach mitnehmen? Oh, was ist das denn? Da ist doch kein Mensch mehr drunter, das sehe ich doch. Aber wo ist Goal? Was zum... What the fuck? Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Welchen Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Durchschnittlich, maximal. Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Oh je. Okay. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann der Liebe. Des Verbrechens, oh. Der Liebe. Ich habe das war dumm, ein Gedanke. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Oh nee. Was, diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Gizmo, nein! Im Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Mir aber nicht. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Okay. Das klassische Ausbruchsszenario. Vielleicht brauchen wir jetzt den Feuerlöscher. Was haben wir denn noch im Inventar? Die meisten Sachen sind runtergefallen, okay. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Ach, Rufus, das haben wir doch schon versucht. Da, als ihr so, okay. Vielleicht jetzt die Katze losschicken. Go. Das Ding nicht mehr. Nein. Auf den Baum. Jetzt können wir sie auf den Baum. Jetzt macht was es Sinn. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch Alarm! Aha! Idiot. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert?
Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Hä? Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Jawohl. So, jetzt ab zu Wenzel. Wenzel? Wie er da sitzt. Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Vor allem mit der Fluppe in der Dusche. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand, wirklich. Oh, Wenzel, jetzt hast du ein Problem. Sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Toni, reden. Meine Augen. Achso, du warst doch mal mit der zusammen. So. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Was, ist der hübsch? Oder meint er den Schwamm? Wenzels Schwamm. Ab in den Keller. Hä? Im Schrank? Goal. Und wie können wir vor den Organo-Leuten hier gewesen sein? Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Das soll schon schief gehen. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Ja, was mache ich mit der Kellertür? Kann ich hier irgendwie die zuschweißen? Das dauert zu lange. Das dauert zu lange? Ein Trichter? Nein, ein stabileres? Eine Windschirmrute? Oh, Action! Oh oh. Ui. Na ja, geschieht Wenzel recht. Oh, ein Song. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's!
Alright. Damit sind wir im neuen Kapitel, schätze ich mal. Und in einer neuen Location, sehr geil. Schau uns mal den Horizont an. Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitung. Romantisch. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. So, Goal können wir immer noch nichts mit anfangen. Ja, alles ganz gut überstanden. Also nicht akut, meine ich. Ich hätte während meiner Rast trotzdem nicht unter den Bienenkorb parken sollen. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Okay, was haben wir hier? Ein Kranarm? Bis zum Horizont, Tetanus glänzt. Es wird Zeit, dass... Hä? Bis zu... Okay, ja, müssen wir wahrscheinlich hier hin. Nach oben. Oh, oh. Ja, das war nix. Dann halt nach unten. Ist auch schön. Das war ganz schön tief. Nee, doch, hat geklappt. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Ja, das ist jetzt scheiße, dass Goal auf der anderen Seite ist. Das ist die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Ja, die müssen wir wahrscheinlich mit dem Kranarm hier uns rüberziehen. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Naja, das werden wir nochmal sehen. Zum Kran, ein Trichter. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Okay, zum Kran. So. Was haben wir? Wir haben einen Kranhebel, aber erstmal einen Wartungskasten. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vor. Ist doch safe abgeschlossen. Nee, ist es nicht. Die ist im Eimer. Ja. Die ist im Eimer. Weg damit. Jo, Inventar ist leer. Krass. Okay, wir brauchen wahrscheinlich eine neue Sicherung, wa? Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Kranhebel. Funktioniert der ohne Sicherung? Komm schon. Verdammt. Nee. Ja, gut. Nach unten. Wo kriegen wir die Sicherung her? Hier geht's nach oben. Können wir aber auch nichts machen akut, oder? Nö, wir können nur hier hinten zur Tunnelpassage gehen. Oh je. Hebel, Signallampe, Knopf. Was haben wir denn hier? Weichenstellkasten. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. So, mein Bike. Oh yeah. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich dann der zweite Punkt. Also sie erstmal hier auf die Seite schaffen und dann mit dem Minebike, also das Ding reparieren und dann Gas. Das soll schon schief gehen. Klingt nach einem heldenhaften Plan, auf jeden Fall. Was haben wir jetzt mit dem... Mit der Minebike-Lampe, okay. Schrotthaufen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Zur Schaltzentrale, zum Viadukt. Zur Kurve. Gehen wir erstmal hier zur Schaltzentrale. Ich spare mir meine Telekinese. Ach, können wir nicht hin? Achso, da kommt. Achso, da müssen. Okay, da brauchen wir einen anderen Weg. Rufus? Okay, dann halt zum Viadukt. Ist auch okay. Ui. Oh, wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom, di, dom, di, dom. Okay. Hier haben wir einiges zu schauen. Der Horizont. Kennen wir schon. Skelett und Schlüssel. Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Oh.
Eins steht fest, das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Chapeau. Ugh, zu. Ja, aber wir können auch jetzt mit dem Bein das, oder? Ugh, nee. Aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Okay, das heißt, wir müssen die Weiche, die Weiche hier runterkriegen. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Oder Signalmast ist das? Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten, naive Tölpel. Ja gut, bis jetzt kann sie uns gut aufhalten. Er ist komplett Spiegel. Verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Signallampendeckel? Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Nehmen wir lieber mit. Okay. Können wir da die andere Leuchte reintun? Und wenn ja, was bringt uns das? Keine Ahnung. Wir haben Schnaps und noch hier den guten Doc. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Nö. Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Okay. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Das macht erstaunlich viel Sinn als Familienmotto bei ihm. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Perfekt. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Ja, bestimmt. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex.
gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja. der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Oha. Hier. Mercy. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Okay. Meine Freundin ist zu schwer. So. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Okay. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Das sagt man nicht. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau ließ sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht gemerkt habe. Ist sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Ist doch logisch. Ja. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Sis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Aber ich habe das Gefühl, wir werden diese ganzen Tipps irgendwann nochmal für ein Rätsel benötigen, wo es wirklich um so mechanischen Krams geht. Was kann ich tun, um eine Frau für aber mich zu finden, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer. Oh ja, bitte. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Das klingt doch nach einem einfachen Tipp für irgendein Rätsel. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Okay. Wir versuchen mal direkt das einzubauen. Diesen avialen Stromumkehrer ans Mainbike.
dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ja, jetzt müssen wir den Schrotthaufen greifen, oder was? Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Oh, nee. Kein Rätsel. Ritzel mit zwei Speichen, Steckmuffel. Haha, da haben wir genau den. Da haben wir genau das eben angesprochene Rätsel. Ja, geil. Okay, kannst du mir nochmal einen Tipp geben? Hallo? Hm? Oh. Noch. Ich bin gar. Wie hast du mir denn nichts? Man kann eine Schraubmuffe an einen Sphäre, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Eine Schraubmuffe an einen sphärischen? Was ist denn nochmal kubisch? Ach, kubisch ist doch hier in Würfelform, ne? Schraubmuffe ist sphärisch, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Wo haben wir denn Schraubmuffe an einen sphärischen? Niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen? Achso, es steht hier auch kubisch, okay. Das heißt, die Klemmmuffe muss hier hin und die Steckmuffe muss hier hin. Okay, dann brauchen wir doch irgendwas mit Ritzel und mit Flansch. Alright. Hallo? Hm? Oh. Noch, ich bin gar. Zweiter Tipp. Wie weit passt du mir denn nicht? Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Also der Mauve Flansch gehört an. Was war das? Solange der Mauve wird es. Mauve Flansch gehört an den. Bin ich doof? Wie passt du mir? Solange der Mauve. An den kubischen Korpus, so. Mauve Flansch an kubischen Korpus. Mauve Flansch an kubischen Korpus. Mauve Flansch an kubischen Korpus. Das mit dem anderen Flansch weiß ich jetzt nicht, ne? Aber gut, wir haben ja auch vier Tipps für drei Arten von Materialien. Noch nicht. Dritter Tipp. Wie passt du mir denn nicht? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Ein Dorsaler hat mehr als ein Binausaler. Wie passt du mir denn? Vier Speichen, zwei Speichen, Klemmen. Zwei Speichen, ach, Klemmen. Ich mach. Zwei Speichen klemmen. Klemmen? Klemmenmuffe. Nee, hier. Warte. So. Was war das mit vier Speichen? Ich kann mir den ganzen Scheiß nicht merken. Los, Hinder. Das ist ja auch so komisch technischer Quatsch. So, nochmal, hier. Wie weit hast du mir denn vier Speichen? Schrauben. Zwei Speichen. Vier Speichen Schrauben und. Ein dorsaler Stromumkehrer. Dorsal mehr als Binausal. Vier Speichen Schrauben. Vier Speichen Schrauben. Vier Speichen. Schrauben. Dann muss das hier hin. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Ja gut, ist jetzt hier 50-50, ne? Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein, den dritten baue ich. Oh, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Das hat ja fast gut geklappt. Wenn ich nicht so Gedächtnislücken hätte. So, können wir es jetzt hier zusammen bauen? Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Können wir mehrere dran bauen, damit es schneller geht? Hm. Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Okay, also nicht. So, dann würde ich als nächstes hier mal diese Location. Junge, ist das dumm. Oh,
Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, oh, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ah, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, okay. So, wir dürfen uns aber auch noch Schnaps nehmen, oder? Hat er gesagt. Alright. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ja. Okay, kann ich nicht. Weiß ich nicht, oder? Wisch sofort. Okidoki. Womit denn? Hallo? Ich muss noch. Okay, Wartungskappe. Können wir das irgendwie mit dem Skelettbein aufhebeln oder so? Nicht solange ich noch zwei Ei. Oh, nee. Okay, das war falsch. Aus Versehen rausgetappt. Wie kommen wir nach oben? Weiß ich nicht. Ach, hier können wir doch bestimmt ein Bein rein tun. Als Weiche. Hier, weichen Hebel. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist, passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Verdammt. Gut. Ich würde aber sagen, an der Stelle war es das für diese Folge. Es ging wieder etwas deprimierend los, aber dann sind wir ja doch ganz gut vorangekommen. Ich hoffe, es geht so weiter, dass wir gut vorankommen. In der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend.